Ja, am Anfang des Romans ist es zunächst einmal ein verbindendes Element. Es befinden sich zufällig alle wichtigen Figuren des Romans gleichzeitig, ohne voneinander zu wissen, auf demselben Platz. Und verbunden nur durch das hin und her rennende Schwein. Und die verbindet diese Figuren. Aber das ist auch nicht der Grund, warum ich dieses Schwein eingeführt habe. Das Schwein ist auch irgendwie so der Rätselrest des Romans. Es gibt so vieles, was wir lange recherchieren können oder womit wir uns lange beschäftigen können oder was wir lange interpretieren können. Und wir können es trotzdem nicht auflösen. Als ich den Roman begonnen habe zu schreiben oder dann wirklich auch schon begonnen habe auszuarbeiten, habe ich mit sehr vielen Menschen über die EU gesprochen. Ich wollte auch wissen, was denken die Menschen jetzt so über die EU, die ich kenne oder die ich kennenlerne. Und ich bin auf einmal draufgekommen, dass die EU sowas wie ein Jolly Joker im Denken der Menschen ist. Ja? Also für jeden was anderes. Für einen ist es das Grundübel der Gegenwart, für den anderen ist es die Hoffnung oder das heilige Sakrament des Friedens, der Friedenssicherung und alles dazwischen. Es ist für jeden ein anderes, jeder hat ein anderes Bild von ihr, schreibt eine andere Bedeutung zu und eine andere Gewichtung im Positiven wie im Negativen, vom ganz Positiven bis zum ganz Negativen. Und ich habe mir gedacht, ich bräuchte sowas, ich bräuchte was Vergleichbares, so eine Universalmetapher. Ich bräuchte eine Metapher, die das abdeckt. Und irgendwie ist mir dann das Schwein eingefallen. Das Schwein ist ja eigentlich kulturgeschichtlich und geistesgeschichtlich die Universalmetapher. Vom Glücksschwein bis zur Drecksau deckt das ja alles ab.